Es ist egal, ob du gerade Single bist oder ein Online-Business hast und mit beiden Dingen feststeckst. Was die meisten nicht verstehen, ist, dass Beziehung und Business enger miteinander hängen, als du vielleicht glaubst. Und wenn du gerade feststeckst, dann solltest du diese Dinge unbedingt tun, damit du für dich Next Level kommst, in eine wunderschöne, erfüllte Partnerschaft und auch dein Business in den Flow bringen kannst. Mein Name ist Nadine Kretz, die Frau in Rot, und ich helfe dir, deine Ängste, Sorgen, Zweifel endgültig über Bord zu werfen und mit Einklang in dir selbst, mit Strategie und mit Energie zwei Welten zu vereinen, damit du auf das nächste Level kommst. Und häufig ist es so, wenn du also Single bist und du möchtest ein Online-Business machen, dann gibt es, und es klappt alles beides nicht, dann hast du eine Problematik, und zwar diese Problematik ist häufig im Empfangen. Wenn du lange Single bist, dann hat das ja einen Grund, dass du noch keinen Partner in dein Leben gezogen hast. Du hast in der Regel hast du dann häufig Verlustängste, du hast Beziehungsängste. In deiner Kindheit hast du vielleicht gar nicht gelernt, wie Liebe tatsächlich funktioniert, wie das für dich funktionieren kann. Deine Eltern haben dich vernachlässigt, sie waren nicht für dich da oder sie haben dir einfach nicht die Liebe gegeben, die du gebraucht hättest. Und wenn du das in deiner Kindheit erlebt hast und jetzt keine Beziehung hast, dann liegt es genau daran, dass diese Muster bei dir aktiv sind. Und wenn du solch aktive Muster hast, bedeutet das, dass du keine Nähe zulassen kannst. Und wenn du in ein Business startest und du möchtest Kunden gewinnen, bedeutet das, dass du Beziehungen aufbauen musst. Das heißt, dass du Nähe zulassen musst. Und wenn du aber dieses Bindungsmuster bzw. dieses fehlende Bindungsmuster hast aus deiner Kindheit, wird es dir sehr schwer fallen, sowohl in eine Partnerschaft zu kommen, als auch mit deinem Business in den Flow zu kommen, Kunden zu gewinnen und mehr Umsatz zu machen. Du wirst das Gefühl haben, dass du nicht gut genug bist. Und solange du dieses Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, ziehst du dir genau das eben auch an. Denn das ist die Energie, die du rausgibst, nicht gut genug zu sein, Angst vor dieser Nähe zu haben. Wie du das auflöst, das machen wir natürlich im Erfolgsmacher. Du kannst unten drunter mal schauen, du kannst da sofort mit starten auch. 3 Monate braucht es, damit die Neuronenstränge sich neu ausrichten können, damit sich neue Neuronenstränge bilden können. Und deswegen ist es genauso eben auch aufgebaut, dass du mindestens 3 Monate eben auch in dem Programm bleibst, damit genau dieser Switch für dich passieren kann. Und ich möchte, dass das so vielen Menschen wie möglich, Menschen möglich ist, damit sie ihr Leben neu gestalten können, damit sie in diese Liebe kommen, damit sie in diese Kraft kommen und auch Umsatz und Geld generieren können. Denn genau das ist der Weg, um diese Matrix hier zu verlassen, ja, um dir das neue Leben aufzubauen, weil du möchtest sicherlich auch geliebt werden. Und wenn du einen Partner möchtest, brauchst du einfach dieses Bindungsfähigkeitsglied in deinem Muster, in deinem Energiefeld. Und das lernst du, wie du das umbauen kannst, denn das ist das Wichtigste. Du kannst natürlich auch schon bestimmte Tools und Übungen machen, indem du einfach sagst, ich liebe mich und ich werde geliebt. Und dann schau mal, spür mal genau in dich rein, was da so bei dir passiert, wie gut du ich werde geliebt annehmen kannst. Ist das für dich möglich? Ist das für dich leicht? Fühlt sich das unbeschwert an oder denkst du, oh Gott, ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen? Und je leichter es für dich fällt, dass du dir das vorstellen kannst, desto leichter kannst du diese Energie für diese Partnerschaftsgeschichte als auch für dein Business benutzen, um dir einen Partner, um dir Kunden anzuziehen, um dir Geld anzuziehen. Und natürlich brauchst du auch Strategien. Das heißt, wenn du einen Partner möchtest, solltest du irgendwie mal rausgehen oder Online-Dating benutzen. Wenn du Kunden möchtest, solltest du auch etwas tun strategisch. Du musst wirklich genau lernen, wie du so etwas aufbauen kannst, wie du strategisch dir ein Online-Business erschaffen kannst, was es exakt dafür braucht. Da gibt es ja heutzutage richtig krasse Tools. Also es gibt ja ein total abgefahrenes Online-Modul, das ich jetzt selber ausprobiert habe. Ich war sehr skeptisch, aber man kann damit wirklich in sehr kurzer Zeit eben auch sich sehr schnell etwas aufbauen und die ersten Einnahmen erzielen. Auch das kannst du unten drunter schauen.
Gibt es einen Link dazu oder wir können auch mal telefonieren, wenn du spezifischere Fragen hast zu den ganzen Programmen, was alles für dich möglich ist, um deine Ziele zu erreichen, um für dich eben Next Level zu gehen, um wirklich auch die Liebe wieder spüren zu können. Denn die Liebe ist die stärkste Kraft der Welt. Nur wir haben nicht gelernt, es zu benutzen. Wir sprechen hier von einer Frequenz von 528 Hertz. Und genau die darfst du wieder in dein Energiefeld bringen, damit du für dich diesen Wandel vollziehen kannst. Also dein Energiefeld auf diese Frequenz bringen. Natürlich machen wir das auch im Erfolgsmacher oder auch in den größeren Programmen sowieso, ja. Transformationsreisen, ja, wie du mit deinem Unterbewusstsein bereisen kannst, ja, richtig abgefahrene Geschichte ist das. Du kennst es schon aus deinen Träumen und genau diese Dinge. Du bist die Energie. Du kannst alles erschaffen. Du bist Schöpferkraft. Du bist bereits magisch. Du bist mehr als einfach nur ein 3D-Konstrukt, sondern du bist eine Schöpferkraft, ein unendliches Wesen. Und diese Energie darfst du wieder für dich komplett nutzen. Du kannst dir alles erschaffen, was du möchtest. Und was es dafür einfach braucht, ist, du musst dich frei machen von diesen Ängsten, von den Sorgen, von den Zweifeln und all diese Dinge, die dich da eben noch dran hindern. Ja, viele Coaching-Methoden sind da auch ein bisschen überholt. Ich habe ein tolles Buch auch dazu, 100 Krisenmeistern, finde dich selbst. Aber am besten ist es einfach, wenn du wirklich auch für dich spürst, was macht das für mich? Wie ist das für mich? Und wenn du die entsprechenden Tools hast, das wirklich auch für dich zu verändern. Also nutzt diese Gelegenheit für dich, das herauszufinden, indem du dir diese Frage stellst, indem du dieses Tool benutzt. Ich bin geliebt, ich werde geliebt. Das klingt so einfach. Ich werde geliebt, das zu sagen. Aber glaub mir, ich kenne das selber. Ich finde das überhaupt nicht einfach und ich fand das gar nicht einfach, zu sagen, ich werde geliebt und sich das wirklich mal vorzustellen, wie das ist, wenn du nicht mehr um Liebe kämpfen musst, wenn du nicht mehr um Kunden kämpfen musst, wenn du nicht mehr um Geld kämpfen musst. Ja, das kennen wir ja gar nicht. Daher. Spür mal da in dich hinein und wenn du dabei Unterstützung brauchst, melde dich einfach. Bis dann.